NFTs Non-Fungible Token. Jetzt haben viele in NFTs investiert, irgendwas gekauft, selbst eventuell NFTs rausgebracht. Ich habe bei kleineren YouTubern und so weiter gesehen, die damit jetzt angefangen haben, aber eventuell nicht so wirklich in den oder den Sinn von einem NFT in diesem Bereich Ja. wirklich bedacht. Ich finde NFTs unheimlich interessant. Ich habe selbst NFTs, aber mit diesen NFTs ist etwas Physisches verbunden. Etwas, ein Recht, was ich damit bekomme oder bekommen habe. Du hast selbst auch gesagt, du hast selbst NFTs. Ja. Jetzt ist meine Frage, wie sollte man denn jetzt damit umgehen und welche Zukunft schreibst du diesen NFTs bei, den Non-Fungible Tokens? Weil ich finde, die Zukunft liegt nicht zwangsweise darin, dass jetzt Künstler Bilder rausgeben, was diese NFTs Ja. angeht, sondern in der Nutzung beispielsweise für Unternehmen. Welche Zukunft siehst denn du da für NFTs? Ja, NFTs, diese Non-Fungible Tokens, sind ja praktisch Unikate, ein Echtzeitzertifikat für etwas, das individuell ist. So, ich kann jetzt das hernehmen und kann jetzt zum Beispiel Kinobetreiber könnte jetzt Kinokarten als NFTs verkaufen oder ein Konzertveranstalter könnte das machen, ja, damit das diese Karten nicht quasi gefälscht, einfach gefälscht werden können oder am Schwarzmarkt dann irgendwie weiterverkauft werden können. Das könnte man da so austragen, dass man das ja als Unternehmen da besser nutzen kann. Da gibt es sicherlich zig Möglichkeiten. Aber kurz nochmal zurück zu diesen Bildern. Also wir sehen jetzt momentan teilweise schon ja gewisse Blasenbildung, wenn jetzt für so einen virtuellen Affen über 2 Millionen Dollar bezahlt werden. Kann sein, dass das in Zukunft aufgeht, dass dieser virtuelle Affe vielleicht für 4, 5 Millionen Dollar irgendwann mal verkauft werden kann, kann sein. Aber momentan scheint mir das doch etwas zu übertrieben zu sein. Also momentan sind die Leute, glaube ich, da eher die Dollarzeichen, ja, und versuchen da schnelle Gewinne oder schnelles Geld zu machen. Also ich werde da auch vorsichtig bei diesen Mondpreisen, ja. Nichts gegen NFT-Projekte, die ja für wenige Dollar zu kaufen sind, aber 2 Millionen Dollar für einen virtuellen Affen, auch wenn er so ein Unikat ist, muss jeder selber wissen. Also ich bin kein Kunstkenner, aber das deutet ein bisschen schon hin, dass hier eine kleine Blase entstehen könnte. Also da sollte man lieber vorsichtig sein und nicht jetzt sein ganzes Geld jetzt in NFTs investieren und mit der Hoffnung, dass man da schnell Millionen machen kann. Also da werde ich momentan vorsichtig, aber es entstehen viele interessante Projekte. Also wenn eine ja, Kunstgalerie zum Beispiel eine Ausstellung finanzieren möchte, ja, und gibt da limitierte NFTs aus, um das Ganze zu finanzieren, das halte ich für eine legitime und gute Sache. Also das kann man durchaus machen, aber teilweise ist der Markt schon ein bisschen überspekuliert. Ja, für bestimmte Künstler, bekannte Künstler könnte das natürlich eine schöne Möglichkeit sein. Da steckt ja dann auch was dahinter. Das ist dann ein Unikat. Ich kann mir das vielleicht später mit einem Screen an die Wand projizieren lassen, wenn das dann vielleicht nicht mehr so teuer ist. Gibt es ja schon, aber das wäre eine schöne Möglichkeit beispielsweise. Aber ich glaube, der Nutzen, jetzt mal als Beispiel, wenn ich eine teure, besondere Uhr habe, da kann ja dann auch ein NFT mit rausgegeben werden, was mir beschreibt, dass nur ich diese Uhr besitze. Sagen wir, es ist eine Rolex und nur ich habe dieses Unikat, diese eine Uhr also für mich auf der Blockchain gespeichert und niemand anderes ist öffentlich einsehbar, dass es mir gehört und niemand anderes hat Das das ist Recht auf jeden zu Fall ein dieser Uhr. Anwendungsfall, ja. Auf jeden Fall ein Anwendungsfall. Das gilt auch für die ganzen Modekonzerne. Die können hier ein 3D-Abbild von dem Produkt machen und das kann man dann, was weiß ich, auf einem Profil in einem sozialen Medium darstellen und so weiter. Also da sind die Anwendungsfälle, glaube ich, unbegrenzt, ja. Aber wo NFTs sicherlich eine große Zukunft haben, ist in diesem ganzen Gaming-Bereich auf jeden Fall. Also wenn ich hier ein virtuelles Schwert habe, das besonders selten ist und so weiter, und das gehört dann mir und ich kann es vielleicht dann später auch in einem anderen Spiel einsetzen oder ein virtuelles Grundstück oder und so weiter. Also da gibt es ja im Metaverse-Bereich ja, sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und das ist eigentlich so die Zukunft. Und ich glaube auch, dass dieser ganze Gaming-Bereich den NFT-Markt erst so richtig voranbringen wird. Das ist auf jeden Fall, wenn ich dann meine Ausrüstung dann auf eine andere Plattform dann rüber übertragen kann, das wird dann super interessant werden. Und das, glaube ich, wird auch in diesem Jahr oder zumindest in den nächsten 1, 2 Jahren ein großes Thema sein.
Und welche, um das nochmal wenigstens anzureißen, welche Kryptowährungen profitieren denn davon, von den NFTs? Momentan, also große Plattformen wie Solana auf jeden Fall, das haben wir gesehen, die einfach schon momentan praxistauglich sind. Aber da gibt es spezielle Blockchain-Projekte, wie zum Beispiel Flow Blockchain, die haben sich speziell auf NFTs spezialisiert. Die sind auch etwas zurückgekommen, auch weil die Coin-Inflation relativ hoch war. Aber diese Chains konzentrieren sich speziell auf NFTs. Aber da muss man aufpassen, weil Flow zum Beispiel hat eine spezielle Programmiersprache, Cascade nennt sich das Ganze, die ist nicht mit Ethereum kompatibel, also nicht mit der Ethereum Virtual Machine kompatibel. Und das ist so, was die Entwickler momentan wollen, dass man einfach eine EVM-kompatible Plattform hat, wo man dann die Sachen quasi, die man auf Ethereum hat, dann auch anderweitig einsetzen kann. Und ja, da muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Aber so Flow ist so eine Infrastruktur, die sich da speziell auf die NFTs und ja, ein bisschen auch Metaverse spezialisieren möchte. Und dann gibt es noch Forte, das ist, die werden noch nicht gehandelt, das ist so eher ein Startup, die im letzten Jahr 750 Millionen Dollar aufgenommen haben. Das ist auch so eine Plattform, die meiner Meinung nach noch Großes leisten kann. Und dann gibt es noch Mythical Games, heißen die, auch im Spielebereich. Das ist auch ein sehr starkes Unternehmen, auch sehr viel Geld bekommen. Also von denen erwarte ich mir auch einiges in den letzten 2 Jahren. Aber das sind so Projekte, die werden momentan noch nicht an der Börse gehandelt. Ja. Sehr gut, dann wissen wir da jetzt schon mal deutlich mehr drüber, welche Projekte da kommen könnten auch und welche Projekte davon profitieren. Natürlich nicht zu vergessen, Ethereum profitiert natürlich auch davon, weil ja auf Ethereum ebenfalls gespeichert wird. Oder, genau. Auf Ethereum läuft ja da, wenn ich das noch kurz sagen darf, der größte NFT-Marktplatz OpenSea läuft da auf Ethereum und da ist ganz klar, dass Ethereum da auch einer zu den Hauptprofiteuren des Ganzen geht. Und darum sind ja die Transaktionskosten relativ stark gestiegen im letzten Jahr, weil eben Ethereum sehr erfolgreich war, beziehungsweise OpenSea, dieser NFT-Marktplatz. Auf OpenSea wird ja oft mal, also ist ja ein Wiederverkaufsmarkt. Und jetzt kommen wir mal zu einem Unternehmen, was ich super interessant finde, wo ich selbst auch investiert bin. Dafür gilt natürlich jetzt alles, was wir sagen. Das ist keine Anlageberatung, auch für das, was wir vorher gesagt haben. Das ist alles nur unsere Meinung, Ideen und auch deine Meinung, deine Ideen dazu. Und es soll nochmal um Coinbase gehen. Du kennst dich sehr gut mit dem Kryptobereich aus, aber auch mit Aktien, mit dem Aktienmarkt. Und das ist natürlich jetzt für mich und auch für meine Zuschauer besonders interessant. Wenn wir uns jetzt die Coinbase anschauen, also die Coinbase-Aktie, dann sehe ich, momentan haben wir eine Bewertung von immer mal schwankend zwischen 15er und einem 18er KGV, Kursgewinnverhältnis. Jetzt wird meiner Meinung nach das Unternehmen bewertet, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, wie eine Börse. Und es ist ja auch eine Kryptobörse. Jetzt macht aber Coinbase einiges. Also es gibt eine Kooperation mit der NBA. FairX, die Derivate-Plattform, wird übernommen und man geht hier in einen stärkeren regulierten Bereich rein. Man arbeitet ja oder möchte schon mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeiten, zeigt jetzt hier, wir wollen eventuell Kryptoderivate, wollen wir rausbringen. Wir gehen in einen regulierten Bereich. Das ist ein relativ gutes Zeichen für die amerikanische Regierung, weil man zusammenarbeitet. Brian Armstrong hat jetzt beispielsweise gesagt, auch es soll ein NFT-Marketplace kommen. Ja, der ist wie Instagram. Und das fand ich jetzt wieder sehr interessant, weil man sich diversifizieren möchte, weg vom reinen Börsengeschäft, Kryptobörsengeschäft und die Einnahmen diversifizieren möchte, sodass man natürlich bis 2025 ist, glaube ich, das Ziel, nur noch 50% oder weniger als 50% über die Kryptobörse einnehmen möchte. Wie ist denn deine Meinung zur Coinbase-Aktie? Also ich bin auch in Coinbase investiert und genau, und wir sind auch vom Blockchain-Investor bei Coinbase dabei. Die letzten Wochen waren natürlich nicht so toll für uns als Anleger, weil der Kurs einfach gefallen ist, aber ich glaube auch, dass Coinbase auf die nächsten 5 bis 10 Jahre
unglaubliches Potenzial hat. Weil der Punkt ist momentan, du hast es vorhin schon richtig gesagt, das Ganze ist wie eine Kryptobörse bewertet. Und das liegt auch daran, weil Coinbase eben momentan noch etwa 90% seiner Einnahmen mit diesen Trading-Gebühren erwirtschaftet. Ja? Aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Also Coinbase investiert da fleißig, hat Bison Trails übernommen und so weiter und versucht sich da breiter aufzustellen. Und auch, wie gesagt, von dir, dieser Coinbase NFT Marktplatz soll ja kommen und man sieht, wie viel das da bei OpenSea umgesetzt wird. Das sind Milliarden. Und das ist natürlich Potenzial für Coinbase, sich da zu engagieren. Aber auch auf der Softwareseite könnte sich da einiges tun. Stichwort Staking und so weiter, dass man einfach für institutionelle Anleger Krypto-Services bereitstellt. Und damit wird natürlich Coinbase interessanter, seine Umsatzquellen hier zu diversifizieren. Und das ist eigentlich so der Punkt von Coinbase, dass Coinbase dann mehr in ein paar Jahren als Softwareplattform dastehen wird. Und das ist das Interessante, glaube ich, an Coinbase. Wobei man sagen muss, dass Coinbase in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr so stark wachsen wird. Das liegt auch daran, weil der Kryptomarkt im letzten Jahr sehr gut gelaufen ist und davon hat dann natürlich Coinbase profitieren können. Aber das ist so das Manko, das man hier beachten muss, dass eben Coinbase jetzt noch relativ stark vom Kryptomarkt abhängig ist. Also wenn der nicht gut läuft, dann sinkt auch die Handelsaktivität. Das muss man da so berücksichtigen. Aber tendenziell würde ich sagen, diese niedrigen Kurse momentan, ja, könnten auf lange Sicht auf jeden Fall interessant sein. Was ich auch interessant finde, ist, dass Brian Armstrong, ich schaue immer viel auf den CEO, wie denkt der CEO, was sind seine zukünftigen Visionen, Ideen, wie handelt der, auch wie gibt der sich? Da schaue ich viel drauf, kann jetzt jemand anderes anders machen? Und ich habe auch in Coinbase nicht nur investiert aufgrund der Bewertung, sondern wirklich aufgrund der Story. Und er wird so ein bisschen beschrieben von Early Investors, also von Menschen, die früh als Angel eingestiegen sind, wie eine Mischung aus Steve Jobs und Wozniak von Apple. Wozniak war ja der Tech-Geek, der sich detailliert mit dem Technischen auskannte und Steve Jobs der mit der Vision. Und ich habe gehört, dass er beides kann, kommunizieren kann, visionär ist und aber auch technisch sehr, sehr stark und gut sich einarbeiten kann. Und das fand ich von anderen Investoren jetzt wieder für mich auch ein gutes Zeichen. Wie stehst du dazu? Ja, also was ich an Coinbase stark finde, ist einfach diese intuitive Benutzeroberfläche. Also die Ausrichtung, dass man sagt, man möchte das so einfach wie möglich für den Nutzer machen. Und darin liegt der Schlüssel zum Erfolg. Also die normalen Leute möchten keine komplizierten Oberflächen und so weiter, wo man sich kaum zurechtfindet, sondern sie möchten alles so einfach wie möglich haben. Und da ist der Ansatz ist einfach meiner Meinung nach schon richtig, den Coinbase hier fährt, um einfach den Massenmarkt dann zu erreichen. Und ich denke, dass das funktionieren wird. Das kann jetzt noch etwas länger dauern. Kommt auch jetzt auf die Regulierung an, die jetzt in den USA kommt. Also Coinbase hat ja gesagt, sie wollen einen eigenen Regulierungsrahmen vorschlagen. Ob der natürlich angenommen wird von der US-Regierung, ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber Coinbase bemüht sich da schon, um das Ganze auch schneller voranzubringen. Und ja, ich denke, Brian Armstrong ist noch ein relativ junger Kerl, sage ich jetzt einmal, wird man sehen in den nächsten ein, zwei Jahren. Bis jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe von ihm, war relativ gut. Er hat das relativ gut gemacht. Sie haben beim Kundenservice, muss man dazu sagen, da relativ schlecht abgeschnitten. Das hat aber mittlerweile auch schon nicht eingestellt, aber er ist da, hat dieses Problem erkannt und das wird auch angegangen. Und ja, wird man sehen. Also ich denke, auf dem aktuellen Niveau ist das Ganze langfristig gesehen sicherlich interessant. Ich denke auch, die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, du hast es ja gerade schon angesprochen, nicht nur institutionelle Investoren, sondern auch wie beispielsweise jetzt Meta Platforms unterstützt wurde, um in Brasilien Zahlungen über WhatsApp durchzuführen, hat Coinbase hier Meta Platforms unterstützt. Und da sehe ich auch eine Zukunft, um anderen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Zahlungen zu empfangen mit der Hilfe von Kryptowährungen und somit eventuell sogar über eine bestimmte Plattform, über eine Benutzeroberfläche, vielleicht sogar über Abo-Modell Gelder reinzubekommen im Monat. Und da kann man sich eventuell ja auch diversifizieren und sehr, sehr breit aufstellen. Also meine Gedanken gehen hier
fast schon konfus, was man alles machen könnte. Aber ich bin da aufgrund der ganzen Idee sehr positiv eingestellt und sehe das ähnlich so ein bisschen, ich habe es dir vorher schon mal gesagt, wie Peter Lynch, der sagt, wenn man investiert, was sieht man, was zukünftig kommen könnte. Zahlungen, internationale Zahlungen sind oftmals Probleme, wenn ich Geld von hier nach Afrika schicken möchte, in irgendein Land in Afrika oder nach Indonesien, wie auch immer, dann kann das schon mal teuer sein, Punkt 1, und vielleicht nicht so schnell gehen. Und wenn man da aber einen Dienstleister hat, der da unterstützend wirkt, finde ich das sehr zukünftig gedacht natürlich. Ja, das Stichwort heißt da Custody Services. Also das wird ja teilweise, soweit ich das weiß, nutzt das auch MicroStrategy, kauft ja seine Coins, der Michael Saylor, soweit ich weiß, über Coinbase. Ja. Und wenn da jetzt mehr Unternehmen reinkommen, dann sehe ich da schon Chancen für Coinbase, eben diese Custody Services für diese Unternehmen bereitzustellen. Aber da ist noch ein anderer Player mit dabei, nämlich PayPal. PayPal hat ja im letzten Jahr israelische Firma gekauft, die spezielle Wallets bereitstellen, wo man sich dann nicht mehr mit diesen privaten Schlüsseln und so weiter herumschlagen soll oder muss, sondern das Ganze soll viel, viel einfacher gehen. Und da liegt einfach der Schlüssel zum Erfolg, dass man das Ganze so vereinfacht, die Komplexität herausnimmt, sodass das die breite Masse dann auch wirklich nutzen kann. Und wer das am ersten schafft, ja, der wird hier meiner Meinung nach Marktanteile gewinnen und sich dann wahrscheinlich letztendlich auch durchsetzen. Okay. Alexander, ich danke dir vielmals. Es war wieder sehr hilfreich und wir werden uns bald wieder hören zu neuen Updates zu Bitcoin, Ethereum, Kryptowährungen, bestimmte Aktien über die mit Kryptowährungen zu tun haben. Ich danke dir. Gerne. Jederzeit wieder gerne.